Wir sind die Zahnarztpraxis Dr. Frenz und Kollegen. Wir sind seit über 20 Jahren hier in dieser Praxis tätig, an der Königstraße direkt am Hauptbahnhof. Wir sind eine hochmoderne Praxis, voll digitalisiert. Wir decken sehr, sehr viele Fachbereiche ab. Wir ergänzen uns untereinander von der allgemeinen ästhetischen Zahnheilkunde über die speziellen Wurzelbehandlungen, Implantologie, Kinderzahnheilkunde, um so die Patienten umfassend zu behandeln. Wir haben uns als vier Frauen in der Praxis bewusst für den Slogan Zahnheilkunde in sensiblen Händen entschieden, weil es uns einfach wichtig ist, dass wir mit den Patienten zusammen eine angstfreie, eine schmerzfreie Behandlung durchführen können. Und dafür haben wir eben auch verschiedene Sedierungsmöglichkeiten, die wir vor Ort praktizieren, und zwar mit großem Erfolg. Der Slogan Zahnheilkunde in sensiblen Händen bedeutet für mich einfach, sich Zeit nehmen für den Patienten, ihm versuchen, seine Ängste zu nehmen, auf ihn einzugehen und einfach ein gutes Vertrauensverhältnis zu schaffen, wo sich der Patient gut aufgehoben fühlt. Mein Fachgebiet ist die Sofortimplantation. Das Besondere daran ist, dass, wenn ein Zahn entfernt werden muss, der Patient für die OP kommt, der Zahn entfernt wird, am selben Tag aber gleich ein Implantat gesetzt wird und außerdem sofort die Krone obendrauf gesetzt wird. Das heißt, der Patient muss nicht mit einer Zahnlücke rumlaufen, ist am nächsten Tag eigentlich gleich wieder fit. Durch unser Stereomikroskop können wir die Behandlung deutlich hochwertiger ausführen, als das möglich ist mit den normalen Augen oder einer Lupenbrille, um so schonend für den Patienten ein maximales Ergebnis zu bekommen. Wir praktizieren hier ausschließlich digitales Röntgen. Gerade wenn man wiederholt röntgen muss, zum Beispiel bei einer Wurzelkanalbehandlung, der Patient sich keine Sorgen bezüglich der Strahlenbelastung machen muss. Bei CAD/CAM-Restaurationen ist einfach ein enormer Vorteil, dass man nicht diesen ungeliebten Abformlöffel mit dieser großen Paste, die dann vielleicht noch im Hals hinten runterläuft, in den Mund bekommt, die dann auch noch irgendwie 5 Minuten aushärten muss, sondern man kann eben wirklich komfortabel für den Patienten einfach die Zähne abscannen und kann dann die zahnärztliche Restauration schon herstellen. Wir sind im ästhetischen Bereich sehr, sehr gut aufgestellt, besonders auch durch das praxiseigene Labor. Dadurch haben wir kurze Laufwege. Der Patient kann also sofort das Ergebnis sehen und mitbestimmen. Wir sind vier Zahnärztinnen, die sehr, sehr einfühlsam auf die Patienten eingehen. Und unser Motto ist Zahnheilkunde in sensiblen Händen.